Moin! Penner im Auto hier! Mein Name ist Tobias, ich lebe seit über 2 Jahren in meinem selbstgebauten Camper, in meinem Auto. Bin heute in Tirana, in der Hauptstadt Albaniens, und möchte über das Thema Hygiene reden beim Vanlife. Für mich ist das ein ultra wichtiges Thema, weil es bestimmt, wie man sich fühlt, es bestimmt, wie viele Leute man kennenlernt, es bestimmt auch über die Dauer eurer Reisen natürlich. Und nach 2 Jahren habe ich da ein riesen Konzept ausgearbeitet und das will ich in diesem Video vorstellen. Ich habe natürlich mal wieder gar keine Ahnung, wo ich herlaufe. Einfach irgendwie Richtung Zentrum. Aber ja, das größte Problem meiner Meinung nach ist, dass man quasi nicht wirklich richtig riechen kann. Die Nase riecht nämlich genau genommen nicht die Umgebung, sondern nur die Änderung in der Umgebung. Das heißt, wenn ihr anfangt zu stinken oder euer Auto plötzlich anfängt zu stinken oder eure Klamotten stinken, dann kriegt ihr das meistens gar nicht mit. 60 Cent für 1 Kilo Orangen. Deswegen gibt's da grundsätzlich schon mal den ersten Tipp: Wenn ihr in euer Fahrzeug rankommt oder eure Klamotten anzieht, nehmt vorher eine Nase davon, um einfach wirklich festzustellen, in welchem Zustand es ist. Die nächste große Gefahr, die insbesondere beim Vanlife herrscht, ist, dass der Raum vom Fahrzeug meistens ganz, ganz klein ist. Und je kleiner der Raum ist, desto eher kann dort die Pest ausbrechen oder man kann sich mit irgendwelchen Sachen infizieren. Deswegen muss man beim Vanlife insbesondere auf die Hygiene achten. Mann, ist hier eine Menge Polizei unterwegs. Guck mal, an jeder Ampel steht hier ein Polizist. Hab ich noch nie gesehen. Das Auswärtige Amt sagt immer, man soll sich von Menschenmengen fernhalten. Aber die haben nie erklärt, warum. Das werde ich jetzt rausfinden. Oh. Massenkarambolage. Oh, hier passieren so viele Sachen, ich kann meinen eigenen Gedanken nicht folgen. Wo war ich? Virenkleiner Raum. Womit wir zum ersten wichtigen Punkt kommen. Was ich täglich mache, ist, ich benutze feuchte Tücher, um mich täglich abzuwaschen. Diese feuchten Tücher, die man im normalen Laden kaufen kann. Ich hatte das in einem anderen Video bereits erwähnt. Die feuchten Tücher selber reichen nicht aus. Man muss sich noch mindestens einmal die Woche mit einem richtigen Waschlappen abwaschen. Mindestens einmal die Woche. Denn wie gesagt, ihr riecht euch selber äußerst verspätet und eigentlich geht es bei der Hygiene nicht um den Geruch, sondern es geht eher darum, dass sich halt nichts infiziert, dass ihr nicht krank werdet oder euer Auto sich zu einem Bakteriennest entwickelt. Also müsst ihr das akribisch durchhalten. Bunkart. Alle sagen, das soll so geil sein. Lass mal gucken, wie viel das kostet. Hier haben wir die Preisliste. Eintritt kostet umgerechnet unter 5 Euro, aber die haben auch bis 20 Uhr offen, dann gehe ich später da rein. Und ja, passend auf demselben Level von den feuchten Tüchern ist eine Kratzbürste. Ich hatte das in Tschechien, das war im Sommer, es war ultra heiß und ich habe mir irgendwann über den Nacken gestrichen und hatte einfach Hautfetzen in der Hand. Mit der Bürste helft ihr definitiv nochmal nach. Da kratzt ihr nicht nur den Dreck ab, sondern auch ganz viel von der toten Haut. Die Haut stirbt halt kontinuierlich ab und die muss irgendwie weg. Wenn ihr euch nicht regelmäßig duscht, dann ist das meiner Erfahrung nach die Methode, um die tote Haut wegzukriegen, ohne viel Wasser zu verwenden. Und die nächste Sache, die vom Wirkungsgrad ungefähr gleich drauf ist, wäre Babypuder. Nachdem ihr euch dann abgewaschen habt, dass ihr ein bisschen Babypuder an die Stellen auftragt, das hilft auch eine Menge. Das trocknet die Stellen mehr und hält die länger sauber. So, nicht nur labern, sondern auch mal angucken. Ey, hier kann ich drauf rumlaufen. Gibt's da irgendwelche Regeln? Offensichtlich nicht für Ausländer. Nicht, dass das kaputt bricht hier. Da ist ein Geländer. Oh, Pfeile. Hier geht's nicht weiter. Hier sind noch solche Platten. Ah, da kann ich nicht drauf. Okay. Und wenn ich die Kandidaten angesprochen habe, dann muss ich auch noch eine ordentliche Haarbürste mit ins Spiel reinwerfen. Nicht so eine aus Plastik, womit man nur die Haare in die richtige Richtung kämmt, sondern eine aus Wildborsten. Ich glaube, meine ist aus Schweineborsten gemacht. Das holt nicht nur den Dreck raus, sondern verteilt auch das Fett ein bisschen, was sehr gut für die Haare ist. Ich kann mir vorstellen, einige schreien jetzt auf,
ja, fettige Haare sind nicht so schlimm. Wie es jetzt bei Frauen mit den super langen Haaren ist, wie man dies ohne eine richtige Dusche rausbekommt, da habe ich natürlich gar keine Erfahrung bei. Aber ein bisschen Fett ist gesund für die Haare. Und da hilft die Bürste halt eben bei, dieses richtig zu verteilen. Oh, ich bin so ein Depp. Ich bin dreimal dran vorbeigelaufen. Das hier soll angeblich ein Stück der Berliner Mauer sein. Stand zumindest auf Google Maps so. Dieses schicke Ding ist der Typ Kuhbunker. Der wurde von einem paranoiden Präsidenten überall im Land aufgebaut. Doch angeblich soll da gar nicht so gut funktionieren. Das ist wirklich auf Privatgrundstücken, irgendwo in Feldern, in den Bergen, überall findet ihr diese kleinen Bunker. Die waren halt billig zu bauen, aber wie gesagt, es passte nur ein Mann rein und deswegen waren diese ziemlich ineffizient. Und es fängt an zu regnen und da hinten ist die Tiraner Pyramide. Aber ich versuche so schnell wie möglich zum Bunker zurückzukommen. Puh. Ich hab's geschafft. And do you have one country where most people come from? Poland. Poland? Yes, okay. Hier laufen überall Videos. Dann werde ich die filme, dann kriege ich Ärger. Das ist eine Mosin. Endlich einen Raum ohne Video gefunden. Ich wollte noch zurückkommen auf den Waschlappen. Und zwar, wenn ihr diesen halt mindestens einmal die Woche benutzt, solltet ihr den danach zum Trocknen aufhängen. Und bevor ihr den benutzt, solltet ihr euch mit der Bürste abkratzen. Ansonsten habt ihr ganz viel Hautfetzen. Ich spreche aus Erfahrung. Und diesen dann auch sauber machen und wieder gut zum Trocknen aufhängen. Na, kleiner Wuff-Wuff, das siehst du doch genauso. Guck mal, da ist verärgert, weil er nichts zu essen hat. So, und bevor ihr so dreckig seid, dass ihr komplett durchdreht, könnt ihr natürlich auch jederzeit euch ein Hotelzimmer nehmen oder einfach irgendein Schwimmbad nehmen. Ich bevorzuge Schwimmbäder. Ich glaube, ich habe noch nie ein Hotelzimmer genommen. Aber die Option ist natürlich da, was sehr beruhigend ist. Oder man versucht es einfach in einem Bunkermuseum. Ach, nein. Kommt natürlich nichts raus. Okay. Gehen wir jetzt weg von der körperlichen Hygiene und als nächstes möchte ich über die Reinigung der Anziehsachen sprechen. Das ist auch sehr wichtig, weil wenn ihr euch wascht wie bescheuert, aber eure Klamotten komplett versifft sind, dann stinkt ihr auch und es übertragen sich die Bakterien gerne von den Klamotten auf eure Haut. Ja. Perfekt, es regnet nicht mehr. Ja, war geil. Wusste ich aber vorher schon, weil genau an dieser Stelle hier habe ich Leute gefragt, die rauskamen, ob das gut ist. Die meinten unbedingt reingehen, yep. So, die erste wichtige Sache ist, dass man die Klamotten auf jeden Fall durchrotieren sollte. Also, dass man drei Sets hat, drei Anziehsachen, von denen zwei immer zum Trocknen hängen. Ich habe zum Beispiel momentan Valeminari die Klamotten, die ich jetzt gerade trage. Und im Fahrzeug hängen noch zwei weitere Sets, zu denen ich dann halt gleich wechsle, wenn ich wieder zurückkomme. Damit die Klamotten auf jeden Fall trocknen können und ich sofort trockene Klamotten anziehe. Vorher putze ich mich tatsächlich sogar noch mit den feuchten Lappen ab. Was ist das denn, eine Vodafone-Brücke? Ist das nicht das Vodafone-Zeichen? Zusätzlich zum Wechsel sprühe ich die vorher noch mit meiner erfundenen Alkohol-Seifen-Mischung. Und diese Mischung geht wie folgt. Man nimmt sich eine kleine Flasche, eine Sprühflasche und füllt die mit Wodka. Und dann kann man ein bisschen Seife reintun. Man darf nicht zu viel Seife reinmachen, sonst verstopft die Düse vorne. Oder alternativ kann man natürlich auch Parfüm reintun. Wegen der Verstopfungsprobleme habe ich mittlerweile nur noch Parfüm drin. Und das sprühe ich quasi überall drauf. Das kann man auch auf den Körper drauf sprühen. Man kann anstatt Wodka natürlich auch so ein Desinfektionsmittel nehmen. Aber in Ländern wie hier in Albanien ist es eher selten, dass man sowas findet. Deswegen kann man dann da auf Wodka umsteigen. Ja, und wenn ich dann die Klamotten wechsle, dann bevor ich die zum Trocknen aufhänge, sprühe ich die dann damit vorher noch ein. Dabei gilt noch ein Wort der Warnung. Und zwar sind in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, nehme ich mal an, auch solche Sprühflaschen verboten. Weil wenn man solche kleinen feuchten Partikel einatmet, dann kann das sehr schlecht für die Lunge sein. Und deswegen muss ich hier ebenfalls auch sagen, atmet das halt nicht ein. Ich habe diese Sprühmischung mit vielen unterschiedlichen Sachen ausprobiert. Zum Beispiel nur mit Seife, mit Waschmittel, mit Spülmittel. Aber diese Alkohol-Seifenmischung oder Alkohol-Parfümmischung ist wirklich das Beste. Das Parfüm hilft nicht wirklich beim Desinfizieren oder dergleichen, sondern ist einfach nur dazu da, dass es dann angenehmer riecht. Packt nicht so viel Parfüm in eure Mischung hinein, da ihr sonst Gefahr laufen könntet, dass ihr einen Stinken gegebenenfalls halt dann nicht riechen könnt. Also ich mache pro kleine Sprühflasche mal so 10 Parfümsprüher rein. Alles da drüber riecht zwar toll, aber würde euch die Warnsignale einfach nur verdecken. Hab
Habt ihr dann eure Sachen eingesprüht oder vielleicht auch sogar euch selber? Dann vergesst die Schuhe nicht. Ich weiß nicht, wie ihr euer Fahrzeug aufbauen wollt. Bei mir nutze ich ja den Fahrerraum, um meine Schuhe halt dort zu behalten, damit ich den restlichen Wohnraum nicht verdrecke. Und dementsprechend vergesse ich es manchmal, eben die Schuhe einzusprühen. Ich habe dafür extra noch vorne eine Flasche liegen. Italiano? No, Englisch. So, mit all den Mitteln haben wir uns vor der Hauptsache verdrückt, und zwar, dass wir irgendwann auch mal die Klamotten waschen müssen. Unterwegs gibt es die Möglichkeit, dass ihr die Klamotten einfach in einem Eimer wäscht. Ich habe es mal mit so einem großen Behälter versucht. Ich habe es mal nur in der Spüle versucht, aber für mich hat sich letzten Endes ein kleiner, ungefähr 10 Liter Eimer durchgesetzt. Das zeige ich euch jetzt in einem separaten Video, das ich später drehe, weil ich ja gerade nicht am Auto bin. Viel Spaß, Tobi. Danke, Tobi, werde ich haben. Wäsche waschen macht immer Spaß. Hello. English only. So, dann wollen wir mal gucken, was ich wasche. Ich habe meine Klamotten mittlerweile auf diese Seite verfrachtet. Normalerweise hatte ich die Klamotten immer da oben hingehangen. Hier sieht man noch die Löcher. Hier habe ich einen Haken entfernt, weil ich die dann während der Fahrt durch das Öffnen der Fenster richtig gut lüften konnte. Aber da sind sie halt total im Weg, wenn man einfach aussteigen möchte oder sowas, ne? Das lustige Teil habe ich beim IKEA gekauft in Belgien, in Gent. Gent war der Hammer, aber egal. Und da hängen jetzt ein paar Socken dran und die wasche ich jetzt einfach. So, und dann hole ich mir meine kleine, aber vertrauenswürdige Waschmaschine. Das ist alles, was ich benötige. In diesem kleinen Eimer. Wie gesagt, ich habe mal so einen riesigen Container benutzt. Den habe ich auf Anraten mit Wasser gefüllt, Spülmittel reingepackt, die Sachen reingepackt und bin dann herumgefahren. Und diese Fahrbewegung hat dann die Sachen durchgewaschen. Ja, das hat irgendwo funktioniert. Jedoch braucht der einfach Unmengen an Wasser. Und ich habe dann hier so viel Wäsche hängen, dass das ganze Auto für 2 Tage komplett nass ist. Und dann müsst ihr noch das Wasser loswerden. Dazu komme ich später noch. Ich habe sehr viele Sachen ausprobiert und mich dann am Ende für dieses kleine Mini-Ding entschieden. So. Als allererstes Vollwaschmittel, reicht total aus. Dann habe ich hier, einen Kartoffelstampfer. Den benutze ich nicht mehr. Ich habe verschiedene Variationen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel diese Saugglocken benutzt. Wenn man die ins Wasser eintaucht, dann nehmen die noch Luft mit und die Luftbläschen werden durch die Klamotten gepresst. Habe ich immer noch rumliegen, falls ich das mal für irgendwas verwenden kann. Was ich benutze, sind einfache Handschuhe. Ersatzhandschuhe. Benutze ich nicht mehr. Zur Vorbehandlung, steht auch drauf. Das hat hier solche Borsten, da kann man dann Sachen einfach vor einreiben. Habe ich mir tatsächlich sogar in Deutschland gekauft. Ich glaube, das habe ich von meiner Oma bekommen. Fragezeichen. Die riechen so aggressiv und nee, das mochte ich nicht so. Das ist ein normaler 10 Liter Eimer. Zuallererst packe ich da Waschmittel rein. Dazu brauche ich jetzt 2 Hände, deswegen lege ich die Kamera mal weg. Denkt immer daran, das sind nur 10 Liter, das ist keine vollwertige Waschmaschine. Deswegen müsst ihr echt einen Bruchteil von dem da reinpacken, was ihr in eure Waschmaschine reintut. Ich habe jetzt natürlich viel zu viel reingetan, weil ich ein Idiot bin. Aber was soll's. Bei den Mengen hier könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Päckchen Waschmittel ewig hält. Ich weiß nicht, wann ich mir das geholt habe. Klar, draufstehen wird's wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das war tatsächlich ganz am Anfang. Vor 2 Jahren habe ich mir das geholt. Das hält halt ewig einfach. So, und dann packe ich meine Klamotten da rein. Ich habe jetzt 4 Socken drin. Was ich jetzt mache, ist natürlich erstmal das Licht an und fülle es auf, bis es leicht bedeckt ist. Da ist etwas Wasser drin. Man sieht das schon milchig wegen der Übermenge an Waschmittel, die ich da reingetan habe. Und jetzt fange ich einfach an, das alles durchzukneten. Oh ja, die sind richtig schön triefend nass. Boah, ich kann kaum atmen, so viel Waschmittel ist da drin. So, und wenn ich denke, dass das genug ist, nach so einer Minute oder sowas, dann nehme ich jede Socke einzeln raus und wringe die richtig aus. Man muss so viel Waschmittelwasser wie nur möglich aus diesen Klamotten halt herauswringen. Und zack, fertig. Das Wasser ist jetzt schon grau. Das ist aber normal, wenn ihr in eine Waschmaschine reinschaut, werdet ihr auch sehen, dass das Wasser halt total verfärbt ist. So, und jetzt fährt man einfach fort mit den anderen Socken. Oh, hier ist das schöne graue Wasser. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin mit den Socken komplett durch. Dann entferne ich jetzt dieses
Waschmittelwasser. Wo man das entfernt, ist von Land zu Land unterschiedlich. Wo man das entfernen darf, meine ich damit natürlich. Da müsst ihr euch selber informieren. Ich habe hier vorne um Ecke einen Gullideckel gefunden, da schütte ich das rein. Das ist, glaube ich, in Deutschland nicht erlaubt, auch wenn man das ständig sieht. Aber hier ist es vollkommen okay. Und fülle das jetzt wieder mit Wasser ohne Spülmittel auf. Und jetzt mache ich dasselbe nochmal. Sockel rein, durchkneten. Es geht jetzt darum, dass man einfach das Waschmittel da rausbekommt. So, okay. Sind durchgewaschen. Ich habe sie wieder ausgewrungen und mach noch eine Ladung klares Wasser rein und wasche es nochmal. Das ist auch so geil. Ich habe das Gefühl, ich erkläre, wie man Sachen wäscht. Das ist doch das Langweiligste auf der Welt. Durchkneten. Und auswringen. So, und das war's. Lasst euch von dem braunen Wasser nicht abschrecken. Das ist ziemlich normal. Auch wenn ihr große Ladungen wascht. Von riesigen Ladungen rate ich euch ab. Gerade eben, weil ihr sonst so viel Feuchtigkeit im Auto habt, dass ihr gar nicht damit klarkommt. Ich hatte bei einem Test das ganze Auto voll mit Klamotten. Ich habe hier Leinen gezogen. Und das ganze Auto war voll mit Klamotten. Ich habe die Heizung auf 5000% hochgedreht. Und aus den Fenstern vorne kam Dampf raus. Es hat richtig rausgedampft. So eine Luftfeuchtigkeit hatte ich hier in dem Auto. Da rate ich euch dringend von ab. Das zieht alles ins Holz und alles Mögliche. Macht das bloß nicht. So, wie gesagt, lasst euch von dem grauen Wasser auch nicht allzu sehr abschrecken. Diese Wäsche hat jetzt schon megamäßig was gebracht. Es ist immer so. In Waschmaschinen kommt auch immer so ein graues Wasser raus. Wobei ich nicht glaube, dass es so grau ist. Oh Mann, ey. Die Socken könnten Geschichten erzählen. Wo bin ich denn damit hergelaufen? Das ist kein Ersatz für eine richtige Waschmaschine, ist klar. Man kann das super erkennen an den Socken. Die waren ja mal heller, aber ich habe die irgendwann angezogen, bin mit den Stiefeln durch so ein halbes Wattenmeer gelaufen. Und das war's. Unterwegs kriege ich die nicht sauberer als das hier, ne? Deswegen, die werde ich dann schön zu Hause in die heiße Waschmaschine reinschmeißen. So, die Socken hängen jetzt zum Trocknen. Ich benutze dann halt auch den Trick, dass ich halt bei der Fahrt das ganze Auto mit dem Motor aufwärme, sodass die warme Luft wie die Luftfeuchtigkeit und auch die Feuchtigkeit aus den Socken raussaugt. Und dann mache ich während der Fahrt die Fenster alle auf, dass die kalte Luft hier durchschießt und das ganze Auto mit purer Gewalt stoßlüftet. Weichspüler und sowas benutze ich nicht. Habe ich ausprobiert, hat gar nichts gebracht. So ein Vollwaschmittel ist schon extrem praktikabel. Und ja, wie man mein Auto sieht, es geht hier nur um das Praktische. Das Einzige, was ich noch nicht richtig rausgefunden habe, ist bügeln. Wenn einer von euch irgendeinen coolen Trick drauf hat. Oh nein, ey, jetzt habe ich meine Socke rausgeschmissen. Gott sei Dank ist die nur hier vorne gelandet. Wenn einer von euch einen coolen Trick drauf hat, wie ich das gut bügeln kann, dann bitte schreibt es mir. Es gibt immer einen super genialen Trick, wie man einfach und schnell seine Probleme gut lösen kann. Irgendwas bestimmt mit der Hitze des Motors oder sowas. Ich weiß es nicht. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, ich würde sie sehr gerne wissen. Ansonsten darf ich jetzt hier sauber machen und würde sagen, es geht zurück zum Tobi in Tirana. Willkommen zurück. Solche Häuser mitten in der Hauptstadt, unglaublich. Und gute Restaurants findet man übrigens, indem man einfach sieht, wie viele Leute mittags davor stehen. This one, please. Blätterteig mit Käse drin und noch irgendwas. Boah, warum ist alles in Albanien so lecker? Für 1,50 war das nicht nur eine große Portion, sondern die hat auch verdammt satt gemacht. So, und wenn das mit dem Eimer nicht reicht, dann kann man immer noch sich die Klamotten einfach in so einem Waschsalon waschen. Das ist in der Regel überall das Gleiche. Man holt sich entweder Marken oder schmeißt direkt Münzen rein und kann dann die Maschinen verwenden. Damit sind wir eigentlich auch schon fast durch mit dem Thema Hygiene, wenn ich noch die letzte Sache wäre, und zwar das Reinigen des Autos. Staub und sowas kann euch auch krank machen. Beim Reinigen des Autos muss man halt selber immer wissen, was man da macht, weil jedes Auto natürlich anders ist. Aber so grundsätzlich kann man dem Plan folgen, dass man einfach einmal alles aus dem Auto rausräumt, durchfegt, durchwischt und dann wieder alles reinräumt. Ich roll dann immer noch meinen Teppich aus und das dauert auch nicht so lange, weil das Auto halt eine Wohnung zu putzen dauert ewig, aber das Auto putzen, das geht relativ schnell. Langsam melden sich meine Beine. 15, 16 Kilometer gelaufen. Dort war ich überall. Dort bin ich. Da steht mein Auto. Ich hab's tatsächlich geschafft. Da hinten steht mein Auto. 12 Euro für 2 Nächte oder für 2 Tage eher gesagt. Normalerweise zahle ich ja nie was, aber hier in der Hauptstadt von Albanien soll es die Hölle sein, einen Parkplatz zu finden, habe ich mir sagen lassen. Dann zahle ich das einmal. Ich hab's geschafft. Ich hoffe, das Video hat irgendetwas gebracht. Wie immer bin ich mir sicher, dass ich bestimmt irgendwas vergessen habe. Falls du irgendwelche Fragen hast oder falls dir irgendetwas einfällt. Ich meine, mittlerweile habe ich in den Kommentaren so viele geile Ideen gehört.
dann schreib es einfach. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich lese sie mir durch, morgens, mittags, abends. Ja, dann hoffe ich. Oh. Das Video hat dir auch gefallen. Ich werde mir jetzt wie immer meine Klamotten aufhängen. Als nächstes Video werde ich übrigens ein Video machen zum Thema Leute kennenlernen. Wo man die kennenlernt, wie man die kennenlernt, wenn man alleine auf Reisen ist. Ich denke, das könnte auch noch sehr interessant werden. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und man sieht sich unterwegs.